Heute geht's mit dem RS4 Limo Motor weiter. Amel ist hier, Firma Amstec Motors. Ihr baut für diesen Motor diesen geilen Scheiß hier. Wir reden von einer Trockensumpfschmierung für den V6 Bitoro Motor. Krasses System, steckt schon ein bisschen Gehirnschmalz drin in der Nummer hier. Und es ist noch einigermaßen straßennah. So, weißt du, wenn jetzt die Pumpe so komplett weiter weg wäre und man noch mehr Leitung hat, weil, ihr dürft nicht vergessen, wir reden theoretisch von 4 Leitungen, die fehlen. Genau. Weil jeder andere hätte an dieser Verbindung eine Leitung. Das heißt wirklich 2, die zum Zylinderköpfen oben zur Entlüftung gehen als Beispiel. Einer, der in eine Ölwanne unten reingeht und der andere geht, keine Ahnung, auch nochmal unten rein. Das sind hier 4 und von oben noch 2. Das sind 6 insgesamt. Das sind schon viele, viele Leitungen, die hier sind, ne? Krass. Die einfach wegfallen, ja. Sieht auch harmonisch aus, so zusammengehörig. Ja, ja, ja. Das heißt, hier zwischen sind O-Ringe zum Abdichten. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem an der ganzen Sache. Problem, was halt gefährlich ist. Normalerweise wird die Ölpumpe mit einer Kette intern im Motor angetrieben oder mit einer Welle, gibt es verschiedene Versionen. In dem Fall haben wir jetzt außen laufende Zahnöl. So, das wird einmal A das Problem. Komm, wir packen das mal auf den Motor drauf. Sieht eh besser aus. Das sieht auf jeden Fall alles so massiv aus am Ende. Also Leichtbau haben wir hier natürlich jetzt nicht mehr betrieben. Aber was sagst du, Miguel, wenn du das so hier siehst mit dieser dicken Platte? Was würdest du diesem Motor an Leistung trauen? Den Block? Abgesehen davon, dass ich neidisch bin, schwer zu sagen. Also ich wäre da nicht neidisch. Also wenn ich den da reinkriegen würde, würde ich täuschen. Wir könnten natürlich auch den V6 auch in deinen Truck da. Wir gucken mal. Das ist das Ölsystem begrenzt ja nicht die Leistung, aber die Voraussetzungen sind schon mal gut, dass das Ganze haltbarer ist als vorher. Ja, aber jetzt so als Motorenbauer könntest du dir vorstellen, dass das Ding 1500 PS am Ende kann, ohne dass es langfristig auseinanderfliegt? Nicht ohne, dass es langfristig auseinanderfliegt, aber ohne, dass es kurzfristig auseinanderfliegt. Okay. Also nicht 50 Mal Gas geben, sondern immerhin 10 Mal. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall die externe Pumpe. Jetzt müssen wir hier vorne mal ein bisschen was dran bauen, um mal ein Gefühl davon zu kriegen, wie weit das Ganze eigentlich raussteht. Aber da hast du auch mit Zahnriemen und so gar keine Probleme. Einmal hatte ich das Problem, dass die Umlenkrolle einfach gestoppt hat, wurde heiß, ich weiß auch nicht. Und dann wurde der Keilripperriemen, hat den rausgehauen und Motorschaden. Mhm. Das ist, was er vorhin erwähnt hat. Mhm. Klar, verstehe. Du hast ja die Kette nicht. Das heißt, man braucht idealerweise wirklich zum Abschotten. Noch besser wäre eigentlich, fällt mir dabei gerade ein, noch besser als eine Öldrucküberwachung wäre ja theoretisch auch eine Überwachung von der Drehzahl von der Pumpe, ne? Kannst du ja machen. So, wenn die nicht genug Drehzahl macht, gleich bumm, Steuergerät aus so ungefähr. Ne? Kannst du einen Sensor anbringen an den Oder nach Druck. Ja. Weil das wird ja auf jeden Fall schneller weniger sein als der Öldruck. Also Öldruck braucht man zusätzlich, weil es kann ja auch die Pumpe drehen und kaputt gehen. Ja. Aber für den Riemen halt. Pumpe fährst du aber die gleiche oder eine andere? Die Pumpe geht sie gleich, ja. So, Fluiddampfer. Als nächstes. Wie hoch hast du deinen Motor immer gedreht? 9000. 9000? Ja. Geil. Fremde Welten. Dieses Drehzahlniveau. Das ist so, wie wenn ich 10 Liter Hubraum höre. Das muss ich wahrscheinlich genauso. Ich auch, haben wir ja nicht. Ah, 9. 9 war 4. Das heißt, das dreht dann wie viel? 6. Also ich begrenze ihn auf 6. Mhm. Die Ventilfedern sind für ungefähr 6000 ausgelegt. Mhm. Mehr will ich nicht. Ich hätte auch härtere Ventilfedern reinbauen können, aber... Mhm. Aber 6000 schon? Ja, 9 Liter hoch. Mhm. Guck mal, jetzt sieht man auch mal, wie eng das auch schon mit der Platte wird, ne? Zu dem eigentlichen... Ja, geht noch. Reicht, ne? 2 mm. Reicht. So, das ist jetzt das entscheidendere Teil. Eigentlich ursprünglich gedacht als Pumpenantrieb über den Zahnriemen. Irgendwie muss die Pumpe angetrieben werden. Drehteil, was genau passig hier drin sitzt, dass das 100% rund läuft, keinen Schlag hat und nichts. Und dann ist da sogar gleich noch so ein 60-2, so ein Triggerrad drauf für eine Drehzahlsensor. Genau. Die geht hier so passig rein, Tropfenöl vielleicht, dass man da immer schon gucken muss, wie man es montiert. Ist das ein Hauch flutschiger? Weil Alu auf Stahl trocken kann schon mal klemmen. Es geht auf jeden Fall immer leichter rein,
raus als. Ja, da werden einige auf jeden Fall neidisch sein, die so einen Radschuhmarken gebracht haben. Und wenn das nicht so 100% sitzt und läuft, hat man da immer Ärger später mit. Hört man ja auch ganz oft auf den Events Motoraussetzer beim Lauf. Wenn du den danach fragst, sagt er ja, Problem mit Drehzahlsignal. Weil da irgendwo Fehler war. So, jetzt waren das diese Schrauben oder die anderen Schrauben? Die Schrauben, hier, ne? Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass ich nicht genug Platz habe zum Wasserkühler. Ja. Nach vorne. Aber das sieht jetzt ja platzmäßig doch eigentlich ganz human aus. Du hast ja noch den Motorträger drin. Der fällt jetzt auch weg. Den Motorträger, der sitzt da vorne. Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich gerade schön in Alu gebaut. Der sitzt, aber sitzt, lass mich kurz von vorne drauf gucken. Ne, ich meine, hier sitzt er. Ne? Aber klar, ich kriege nicht mal die Ölwanne ran. Hier drauf. Genau, wenn du umdrehst, ne? Auf dem Kopf ist hier. Ja. Den kriege ich hier. Ja. Fährst du ohne auch? Ohne. Das heißt, der Motor kippt gar nicht vorne so weit hoch, dass man das braucht. Alles starr. Es hätte nämlich einen großen Vorteil. Sollte sich der Motor bewegen, ist in dem Schlossträger ein relativ massiver Stahlträger unten drin, ja, der diese Kippbewegung so aufnimmt. Und da habe ich eh immer schon mal mit gegrübelt, ob man den nicht irgendwie downsizen kann. Und jetzt habe ich natürlich einen Grund dafür, warum er einfach von heute auf morgen nicht mehr da ist. Ja, so, der Riemen ist jetzt natürlich noch zu groß. Brauche ich hier, muss ich hier noch irgendwas bauen mit einer Art Spanner oder fährst du das einfach so? Wir kaufen einfach den dazugehörigen Riemen. Mhm. Einfach etwas kleiner. Ja, muss deutlich kleiner, glaube ich, noch sein. Ne? Ja, ist nicht nein. Viel. Zwei Zehn oder eins. Aber ohne Spanner einfach so, dass gerade so drauf geht, fertig. Fertig. Und dass er hier runterläuft, brauche ich auch keine Angst haben. Nein, nein. Nee, das ist, weil er hier genug geführt ist. Ja. Bei dem kurzen Abstand, wenn das parallel ist, läuft das super. Was ja bei der Nockenwelle auch nicht hier beim VW oder sowas. Das ist ja unten die Bordscheiben und oben am Nockenwellen hat es auch nichts. Das stimmt. Selbst bei dem Motor hast du es auch nicht. Mhm. Jetzt, wo du sagst, oben Zahnrad. Ja. Also klar, hast du natürlich nach innen und außen Abdeckung. Mhm. Aber da läuft er ja nicht gegen, sonst würde man das ja sehen. Ne? Krass. Also gefühlt gleich 300 PS mehr. Echt, mit der Wanne so drunter sieht das direkt nach 300 PS mehr aus. Aber da, okay, da habe ich aber wirklich keine Angst. Das sind ja wirklich nur, was sind das, 40 mm, die wir hier vielleicht in der Tiefe brauchen oder so. Da sehe ich auf jeden Fall keine Probleme. Einfach der Lüfter-Effekt fährt jetzt weg. Mhm. Zwei Elektro-Lüfter. Ja. Gibt es das System irgendwann bei euch zu kaufen? Ja, aber nicht so in der Ausführung. Das wird dann einfach nur noch etwas leichter gemacht. Mhm. Ich sage mal etwas anders, aber im Prinzip, ja. Pass auf, wir müssen die Wanne auf jeden Fall mal festschrauben. Ich wollte es nämlich gerade schon auf den Kopf drehen. Und dann hätte es geknallt hier. Hätten wir wieder schneiden müssen. Spaß. Haben wir noch nie gemacht. Nie was kaputt gemacht. Nein, nein. Gar keinen Fall. Ich überlege, ob das Ganze für mich wartungsfreundlicher ist, was so Pleuellager und so angeht. Also ob ich die Wanne oder die Wanne, welche Wanne ich besser am Auto rauskriege, weißt du? Mit der Achse. Du fährst ja die. Das ist keine originale Achse, oder? Nee, ist diese AK-Achse, ja. Genau. Was heißt freundlicher? Leichter abzuschrauben, ja. Schneller an die Pleuellager rankommen. Mit so einem Ölwandschnellverschluss. So. Das wäre. Weil du hast hier drinnen noch zwei Schrauben, drei Schrauben. Daher musst du die ganzen Schräubchen alles wegnehmen. Mhm. Und dann kommst du zu den drei Schrauben noch dran. Also, ich denke, schon schwieriger. Ah, ja, nee, was heißt schwieriger? Die krieg ich gar nicht raus. Ah. Das kannst du, da musst du richtig die Achse ein bisschen runterhängen lassen. Ne? Weil das mit den Schrauben auch, okay. Hier sind 1, 2, 3, da ist eine, da ist eine. Hier sind auch noch welche drin. Okay, aber meinst du echt, dass die müssen alle? Ja, ja. Hier wird auf jeden Fall eine sein, kann ich die nicht weglassen? Ja. Dann muss definitiv alles raus. Muss alles raushängen. Ja. Ja, okay. Wo sind wir höhenmäßig gegenüber der Originalwanne? Also im vorderen Bereich sind wir natürlich viel, viel tiefer. Genau, weil hier kommt ja noch ein kleines Teil vor. Genau. Wir haben das glaube ich einmal bei dir ausgemessen. Da hast du das mal angegeben, aber du hast jetzt noch die 15 mm Platte drauf. Dann wird's. So, wir müssen natürlich hoffen, sehe ich gerade, dass es hier mit der Achse passt, ne? Nimm's mal. Weil es kam jetzt unsere Platte auch noch dazu. Genau. Wird sportlich, ne? Wie viel sind das ungefähr? Ja, wobei das täuscht, ne? Ich würde mal sagen, das sind so 3-4 mm, Zentimeter. Ich überlege gerade, welche Alternative wir haben, wenn es nicht passt. Also hier läuft so ein Rohr von der Achse lang. Weil das flacher zu gestalten, keine Chance eigentlich, oder? Theoretisch schon. Mit der Platte jetzt könnten wir einfach noch
nochmal tiefer gehen. Wieder 15 mm runter. Und das geht dann vom inneren Aufbau her, passt das ja, also? Ja, das geht also. Ja. Cool. Ja, zur Not muss ich irgendwie, müsste die Achse in dem Moment so einen kleinen Knick machen, ne? Genau. So, unförmig wie die Welle da drin. Nein, also ich meine jetzt die von den Achsträger, den ich hier drunter habe. Das Ding. Also ich habe ehrlich gesagt eh schon mal drüber nachgedacht, weil als ich bei Vichas war, es gibt zugelassen für den Rennsport so Schnellverschlüsse für Rohrverbinder, die wie so zwei Backen greifen die ineinander mit einer Schraube durch, ist zugelassen, dass du damit quasi einen Käfig trennst. So, okay. Und wenn du einen Käfig mit trennen kannst, dann kannst du eigentlich auch ein Rohr von der Achse damit trennen. Weil wenn ich hier links und rechts so einen Schnellverschluss hätte, nennt sich Schnellverschluss, das ist aber wirklich einfach nur zwei Teile, die ineinander laufen, dann kommst du natürlich perfekt an die übereinander. Weißt du? Weil dann könntest du nämlich wirklich einfach zack in der Mitte das Rohr raus. Ist gleicher wie die anders zu gestalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie muss es da jetzt auf jeden Fall rein. Also mit der Originalachse keine Chance, das definitiv. Also da ist es. Was siehst du dann? Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Aber nee, mit der Originalachse, ja. Nee, Originalachse, ja. Originalachse, die ist so fett hier. Massiv, ja. Das definitiv nicht. Also schon mit dem Verschluss auch das Problem. Ja. So, okay, also dann drehen wir die Kollegen. Ist ja alles fest. Kann ich mit arbeiten. Würdest du, Miguel, theoretisch, ist jetzt eh nicht machbar technisch, was hättest du davon gehalten, wenn man die Pumpe mit an den Zahnriemen macht? Nein. An den Hauptriemen? Zu gefährlich? Auf gar keinen Fall. Zu gefährlich? Ja, das ist, der hat es schon mit sich alleine genug zu tun, dem jetzt diese Zusatzlast noch aufzubürden. Der müsste ja noch mehrfach umgelenkt werden und die Kräfte sind auch relativ hoch. Macht man nicht. Ja. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Ich überlege schon, ob man da irgendwie so ein, ob wir irgendwie so einen durchsichtigen Wasserkühler hinkriegen, dass man das Ganze irgendwie noch so ein bisschen sieht, weil das ist ja so tief. In der Webcam. So tief da drin. Vor allem, es sieht fast so aus, als wenn du hier den Klimakompressor wieder noch reinhängen könntest, ne? Und mit Klima fahren könntest. Aber wenn du alles drauf machst, siehst du das schon fast nicht. Ja, glaube ich auch. So mit Köpfe, ja. Krümmer. Vielleicht nur der vordere Teil. Das da hier. Also sonst sehe ich gar keine Probleme, das wird alles passen. Nur mit Achse hier. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ja, fett. Bin echt gespannt. Das heißt, hier an der Einstellschraube kann ich Öldruck unten regeln. Na, kommt man mal geil dran. Und dann kommt noch dazu, fällt mir da gerade ein, es könnte genau sein, dass hier die Achse ist, wo das Fitting auch ist. Ich hoffe, du hast Glück. Wie gesagt, mit der neuen Wanne wird das einfach alles nur ausgebessert. Ja. Dann, wenn auch jemand eine RS4 mit Trockensumpf fahren will, werden wir das so gestalten, dass wirklich auch alles sitzt. Dass es jetzt nicht dieser Race-Modus ist. Miguel, von der Höhe des Tanks, ist das egal, wo ich den Tank jetzt hinsende? Ja, im Prinzip ja. Vom Prinzip egal. Besser höher oder besser tiefer? Besser höher. Besser höher, so was? Also die Schwerkraft hilft hier, das Öl zu fördern, es anzusaugen. Und wir hatten schon mal sogar einen Trockensumpftank unter leichten Überdruck gesetzt. Wir hatten also ein Druckregelventil an die Entlüftung, dass wir so 0,1 Bar Druck auf dem Tank haben, weil dann das Öl natürlich auch praktisch zum Saug, zur Druckstufe zur der Ölpumpe da zugefördert wird, kann man so machen. Also grundsätzlich alles, was das Ansaugen erleichtert, ist hilfreich. Okay. Das heißt, du würdest es jetzt nicht komplett als kritisch sehen, wenn ich mir doch einen Tank irgendwie selber baue, der jetzt halt nicht perfekt rund ist, sondern vielleicht so ein bisschen eckiger ist. Ah, wir haben schon verschiedenste gebaut. Wir haben schon welche gebaut hier. Wir haben drüben Fahrzeug, da haben wir einen Radkasten gebaut. Das heißt also, dann haben wir oben irgendeine eckige Konstruktion und an dieser eckigen Konstruktion ist nach unten sozusagen ein runder Unterteil des Tanks angeschweißt, in dem sich dann praktisch das Öl beruhigen kann. Oben wird es dann praktisch reingeschleudert mit Luft und ist völlig beunruhigt. Ja, ja, ja. Und dann unten, je länger die Säule ist, umso ruhiger ist das Öl ja unten an der Absaugstelle. Grundsätzlich ist das sinnvoll, den Tank so hoch wie möglich zu machen. Weil so könnte ich mir vorstellen, kriege ich das auch hin. Weil hier so ist vielleicht so ein bisschen Platz, Radhaus so, wo man oben so ein bisschen Richtung Motorraum ein bisschen eckiger wird, wo die ganzen Anschlüsse rangehen und unten dann eine Säule, die hier unten angeht. Das könnte ich mir sogar vorstellen, eventuell. Wird spannend. Ich würde sagen, eine letzte Sache müssen wir uns angucken da hinten. Damit man mal sieht, wie tief du in dem Thema Trockensumpf eigentlich drin bist. Ja, ein bisschen wildes Gebastel. Dafür sieht schon. Und dann gehen wir gucken. Wildes Gebastel ist gut. Also alleine schon der Wagen. Sieht schon. Den habe ich
Zeugnis erworben von meinem Nachbarn. Das war mal irgendwas völlig anderes. Wir haben dort nur diese Aufhangwanne reingesetzt und dann irgendein Gestell drauf gebaut, weil das ja doch schon mal ab und zu eine Sauerei gibt, wenn man eine Pumpe der testet, damit das Öl wirklich aufgefangen ist. Man sieht ja auch an dem Lappen hier, da ist schon Schmiererei, man hat einen Anschluss oder so nicht ganz. Am Ende rausnehmen und einfach. Da ist unten Abfluss dran an der Wanne. Und man kann das also dann abfließen lassen. Da habe ich mal Pumpen getestet, Ansaugungen getestet und hatte Siebe angefertigt, Saugsiebe, um die Pumpe zu schützen und bin dann sehr, sehr schnell zum Ergebnis gekommen, dass der Ansaugwiderstand extrem kritisch ist bei so einer Pumpe. Wir hatten zu kleine Siebe anfertigen lassen und dann wurde die Pumpe auch irrsinnig laut und dann hört man praktisch die Kavitation in der Pumpe. Das gibt dann eine Riesenrandale. Die Pumpe ist so laut, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und das ganze Öl schäumt, das wird völlig milchig. Und das Interessante ist, wenn das mal so milchig ist, dann reichen 5 Minuten nicht, damit sich das Öl wieder klart. Du brauchst Stunden. Das heißt also, wenn du irgendeine Fehlkonstruktion auf der Saugseite der Pumpe hast, die dafür sorgt, dass halt sehr viel Schaum und Luft eingetragen wird, dann hast du verloren. Das heißt, tendenziell war es aber immer mehr die Saugseite, die das Öl zum Schäumen gebracht hat? Ja. Krass. Druckseitig war das eigentlich relativ egal, was man gemacht hat. Man muss ja überlegen, wir haben ja hier nur, sagen wir, 4 bis 6, 7 Bar oder so, die so eine Pumpe bringt. Und Hydraulikpumpen, die ähnlich aufgebaut sind, machen teilweise über 100 Bar. Mhm. Das heißt also, nach oben haben wir Potenzial ohne Ende. Das interessiert die Pumpe auch relativ wenig, ob die jetzt 3 Bar Druck erzeugen muss oder 10 Bar. Solange der Antriebsstrang das mitmacht und so weiter, ist das für eine Pumpe immer noch ein relativ niedriges Niveau. Und ich sag mal, bei diesen Druckverhältnissen werden die Luftblasen ja sowieso zusammengedrückt. Ja, also Miguel hat sich mal kurz einen Trockensumpf übertrieben gesagt, Ölpumpe und Pumpenstand selber gebaut. Motor, Zwischengetriebe, Kette, Ölpumpe. Ja. Das hier ist dein Druckregler, ne? Ja, damit kann ich jetzt so mal, ja, im Prinzip ja. Ja, ich habe jetzt nur noch keinen Druckmanometer angeschlossen, aber man kann damit sozusagen die Pumpe abwürgen und den Motor, man merkt dann, dass der Druck aufbaut, die Pumpe wird lauter. Und ganz wichtig natürlich Ölfilter. Ja. Er darf nicht. Ich möchte, dass das Öl im Tank auf jeden Fall gefiltert ist. Die Pumpe ist Eigenbau hier von euch? Ja. Wie kamst du dazu, Ölpumpe einfach mal selber zu bauen? Oh, Geiz? Ich sag, die sind ziemlich teuer, die Pumpen, wenn du sowas kaufst. Und wir haben das vor allen Dingen immer so gemacht, dass wir üblicherweise das nicht so komplex und perfektioniert gemacht haben wie an deinem V6, sondern wir haben zwei unterschiedlich große Pumpeneinheiten genommen, die wir von amerikanischen V8-Motoren zum Beispiel genommen haben. Zum Beispiel ein Hochvolumenteil und ein Standardvolumenteil. Und den Hochvolumenteil, der zum Beispiel 30-50% mehr fördert als der Standardvolumenteil, als Saugteil. Und dann den Standardvolumenteil halt für die Druckstufe. Und das reichte. Das heißt also, wir hatten dann praktisch eine Pumpe nur mit 2 Kammern. Die eine saugt aus der Ölwanne ab und fördert in den Tank und die andere saugt aus dem Tank und fördert in den Motor. Und das reichte völlig. Dann konnte man den Ölvorrat aufblasen, wie man will. Eigenbaupumpe heißt jetzt aber, die 2 Zahnräder drin, habt ihr auch selber gemacht? Nein. Okay. Die Zahnräder haben wir käuflich erworben in Form einer gesamten Pumpe. Und das Einzige, was da halt selber gebaut ist, ist halt praktisch die Achse und das Gehäuse. Das Gehäuse. Cool. Also ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, wie tief die Herrschaften hier in diesem Viertelmeile-Game eigentlich dann ursprünglich doch drin waren, weil da muss man ja schon wirklich, um sich sowas hier selber zu bauen, da muss man ja schon ein bisschen Anspruch haben. Ja. Und auch ein bisschen Bock auf Technik und so haben. Das muss man schon so sagen. Jeder andere würde einfach zusammenschmeißen und wäre froh, eine Trockensumpf zu haben. Ne? Und hier, nee, lieber nochmal gucken. Eine Frage noch, die ich mir auch da gerade überlegt habe. Wie bestimmen wir die Übersetzung? Oder wie hast du die bestimmt? Von Pumpe zu Motordrehzahl, Zahnräder? 50%. Das heißt, da sagt man so 50% von... Ja. Du kannst spielen, aber es ist einfach fast bei jeder Pumpe. Wie ist das bei so einer Pumpe? Geht die mit steigender Drehzahl, macht die immer mehr Volumen? Oder ja. Ist schon so? Linear. Ist wirklich linear, Drehzahl gleich Volumen? Ja, auf jeden Fall. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Motor mit steigender Drehzahl nicht linear mehr Öl benötigt. Das heißt also, du kommst dann relativ schnell an den Punkt, an dem die Pumpe grundsätzlich zu viel fördert. Und dann könntest du eine kleinere Pumpe gebrauchen. Das Problem ist nur, wenn die Drehzahl sinkt, brauchst du wieder eine größere Pumpe. Im Prinzip werden die Pumpen danach ausgelegt, dass du im Leerlauf den Öldruck halten kannst. Und darüber hinaus kämest du mit einer kleineren Pumpe zurecht.
Tatsächlich ist das so, dass zum Beispiel bei den Engine Masters in den USA die Tuner die Pumpen kürzen und das Fördervolumen verringern, weil sie dann geringere parasitäre Verluste haben für den Ölpumpenantrieb bei hohen Drehzahlen. Die Fördermenge reicht sowieso. Und dann muss man dazu wissen, dass die Ölfördermenge, die nicht gebraucht wird, dann über das Druckbegrenzungsventil einfach nur im Kreis gefördert wird oder in die Ölwanne zurückläuft. Das heißt also, wir haben dann eine zu große Pumpe für das, was der Motor braucht. Denn der Motor braucht, was sagen wir mal, bei 9000 Umdrehungen vielleicht doppelt so viel Öl wie bei 2000. Aber nicht viereinhalb Mal so viel. Also doch noch eine Variomatik hier reinmachen. Das, im Prinzip ja. Also ideal wäre sozusagen ein elektrischer Antrieb der Ölpumpe, während der natürlich komplizierter wäre, teurer, aufwendiger und den du nicht brauchst. Mittlerweile ist das so, dass bei den modernen Fahrzeugen, um das letzte bisschen rauszuholen, die Pumpe tatsächlich zu klein dimensioniert wird für den Leerlaufbetrieb, aber besser für den Lastbetrieb bei höheren Drehzahlen und dass sie eine elektrische Zusatzförderpumpe haben, die für den Leerlauf zusätzlich fördert, weil das Pumpenvolumen sonst nicht reicht. Ernsthaft? Ja, doch BMW macht das. Ja. Wie ist das bei der Pumpe? Wenn die Öldruck erreicht hat, ist da auch ein internes Überdruckventil in der Pumpe direkt? Genau. Okay. Ja, dann reißen wir an den Koffer hier. Eine Frage noch. Hört man akustischen Unterschied zwischen Trockensumpf und Nasssumpf? Oder ist die Pumpe extern nicht so laut, dass man das so hört? Üblicherweise baut man diese Trockensumpfanlagen ja an sportlichen Fahrzeugen, die eh schon sehr laut sind. Okay, deswegen hört man das nicht, ne? Mit einem Serienfahrzeug nicht vergleichen. Bei unseren Dingern war es so, die Motoren waren immer so fürchterlich laut, dass man es eh nicht mehr gehört hat. Das Interessante ist, dass die Pumpe relativ wenig Drehzahl braucht, um genügend Druck aufzubauen. Ich habe es natürlich schlauerweise kein Manometer da. Aber wir haben hier mit diesem Pumpenprüfstand Druckbegrenzungsventile für Ölpumpen von Oldtimern getestet. Und da brauchtest du nur 100 Umdrehungen pro Minute, dass die Ölpumpe, wenn sie ordentlich funktioniert, das Öldruckbegrenzungsventil gehört hat, mit kaltem Öl. Wir haben jetzt hier Hydrauliköl HLP 32 eingefüllt, weil das ungefähr der Betriebsviskosität von warmem Motoröl nahe kommt, weil jetzt hier kaltes Öl einzufüllen und damit die Pumpe zu testen, bringt es nicht. Ich habe dann hier noch einen Durchflusszähler montiert, der aber nicht kalibriert ist, mit dem man jetzt so das Volumen messen könnte. Im Prinzip ist es nur so, wenn ich die Drehzahl jetzt mal hochfahre. Jetzt ist natürlich die Pumpe kettengetrieben. Ja, ja. Eine Kette macht mehr Randale als alles andere. Als Riemen, ja. Und wenn ich jetzt das Druck, ich sag mal so, das Ventil etwas schließe, dann hört man wieder die Pumpe gegen Druck arbeiten muss, damit das ganze System, jetzt geht der Motor in die Knie. Und dann wird das Ding auch lauter. Macht also wirklich mehr Randale, wenn er gegen mehr Druck anarbeiten muss, aber das ist ja auch im Prinzip logisch. Nur um so eine Anlage zu testen, reicht eigentlich im Prinzip die Drehzahl hier. Das heißt aber, mit der Drehzahl eben gerade würde das Ding auch schon richtig Druck aufbauen? Ja, wenn man also mit kaltem Öl, ich sag mal so, schafft das Ding dann locker 3-4 Bar. Boah, krass. Ist ja nichts an Drehzahl. Ja. Das hängt von den Spaltmaßen in der Pumpe ab und von dem Fördervolumen. Im Prinzip sind die Spaltmaße in so einer Pumpe relativ groß im Kfz-Bereich, weil halt keine so hohen Drücke erzeugt werden müssen und das Ganze läuft etwas leichter und lässt sich auch leichter fertigen, wenn man dort gröbere Toleranzen einhält. Hast du eine letzte Sache, so eine Pumpe mal einmal zerlegt, dass wir dir mal kurz zeigen können? Dass der Laie, der hier wirklich noch nie so eine Ölpumpe gesehen hat, nur so grob, wie das Ganze aussieht? Ja. Ja, mach's doch. Genau, da ist unser diverses Ölpumpen durcheinander. Und das, was wir jetzt dort verbastelt haben an der Stelle, ist so eine sogenannte Eaton-Pumpe. Oder die Rotorpumpe. Und im Vergleich zu einer Zahnradpumpe, die so aussieht, erkennen wir schon einen großen Unterschied. Diese Zahnradpumpe pumpt eher pulsierend. Und diese hier hat sich konstant öffnende und schließende Verdrängungsräume. Diese pulsiert etwas weniger. Das heißt also, diese Pumpen laufen theoretisch etwas leiser. Für einen Verbrennungsmotor ist es im Grunde genommen völlig Schnurz. Wir haben auch schon solche Zahnradpumpen verbastelt. Da haben wir hier entsprechende Gehäuseteile angefertigt, in denen diese Zahnräder dann laufen, die dann auch hier kaskadiert werden können. Das hier wäre dann zum Beispiel die Antriebsseite, wo dann das Kugellager reinkommt. Das haben wir auch schon verbaut und für meinen Motor zum Beispiel nehme ich wahrscheinlich einfach diese beiden
Rotorteile, wie gesagt, den größeren zum Saugen, den schmaleren für die Druckseite und fertig, dann werde ich durch damit. Fördert diese Pumpe jetzt gerade das Öl außenrum oder durch die Mitte? Nein, außenrum, ne? Nein, außen. In der Mitte wird abgeschlossen. Okay, das heißt, der eigentliche Druck wird dadurch einfach wirklich nur erzeugt, dass das Volumen wirklich durchgefördert wird und auf der anderen Seite komprimiert wird, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Okay, das heißt, wir reden auch von dem Spalt. Je enger das ausgelegt ist, je druckstabiler ist die. Ja, aber wie gesagt, in einer Motorölpumpe für ein normales Kraftfahrzeug, wo wir von relativ niedrigen Drücken reden, darf man hier locker einen Zehntel Millimeter Spalt oder noch ein bisschen mehr zwischen Zahnrad und Gehäuse haben. Das hat auf den Druck hinter des Motoröls praktisch keinen Einfluss. Boah, ich hätte jetzt gedacht, da ist eh mehr zwischen. Ein Zehntel ist ja schon. Verschleißt das mit der Zeit oder bleibt das immer gleich? Ja, nein. Also schon so, dass da größer wird. Und zwar ist das einmal reiben die einander. Das Ganze verformt sich natürlich auch mechanisch ein bisschen. Gerade hier in dieser Anordnung sieht man ja, dass die Zahnräder fliegend gelagert sind. Das heißt nur einseitig. Mhm. Und dann werden die Pumpen natürlich, die Pumpenräder durch die Druckbeaufschlagung, die Druckseite ist in diesem Fall die hier, an die Seite gedrückt, weil dort natürlich mehr Druck herrscht als da. Mhm. Und dann verschleißt diese Seite hier stärker. Dann sieht man da mit der Zeit die Zahnräder anlaufen. Außerdem ist es so, dass diese Pumpen ja nur ein relativ grobes Ölsieb haben und demzufolge Schmutz transportieren. Mhm. Und der lässt die Pumpe natürlich sichtlich verschleißen. Oder einfach durchgedrückt wird. Ganz genau. Oder noch krasser, was viele nicht wissen, bei einem Dieselmotor, wo ziemlich viel Dieseleintrag in das Motoröl stattfindet, wird die Schmierfähigkeit des Motoröls derartig verringert, dass man anschließend den Verschleiß an der Pumpe sieht. Krass. Und zwar Millimeter tief teilweise. Tja, ich würde sagen, das war mal wieder eine geballte Stunde Technik heute. Wieder was gelernt, jede Menge. Maxi weiß jetzt auch, Trockensumpf. Ich verstehe es jetzt auch. Bist jetzt auch am Start, ne? Aber Trockensumpf ist super. Ich bin jetzt auch Trockensumpf-Fan auf jeden Fall. Ich freue mich, das Ganze zusammenzubauen. Das wird auf jeden Fall geil. Spektakulär, optisch, definitiv. Eigentlich zu schade zum Einbauen. Eigentlich müsste man das Fertige so irgendwo mal hinstellen und präsentieren. Aber danke, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Danke dir. 700 Kilometer, eine Strecke aus der Schweiz, hin und zurück. Genau. Und ja, wir machen jetzt mit dem Motor weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.